Geiger Müller-Zählrohr ist eine Variante eines einfachen Teilchenzählers, der auf dem Prinzip basiert, dass ein Teilchen mit einer ionisierenden Wirkung, wenn es ein Gasvolumen durchquert, Ladung freisetzt. Und durch eine einfache Feldkonfiguration kann ich diese Ladung dann beschleunigen und nachweisen. Das Prinzip basiert also im Wesentlichen auf einem einfachen Rohr, deswegen heißt es auch Zählrohr, bei dem ich in etwa in der Mitte von diesem Rohr einen Draht einbringe, der sehr, sehr dünn sein soll. Manchmal geht er durch das Rohr komplett durch. Manchmal wird er auch in der Weise am Ende des Rohrs einfach aufhören. Aber vom Prinzip her, in unserer Analyse betrachten wir einfach ein zylindrisches Volumen von Gas und in diesem zylindrischen Volumen befindet sich der Anodendraht. Den laden wir positiv auf, das heißt, der wird hier angeschlossen an eine positive Spannung. Können wir hier zum Beispiel über einen Widerstand eine Spannung abgreifen, haben wir hier eine Hochspannung von, oder eine Hochspannung, also typischerweise von einigen 100 Volt. Und das Äußere wird auf Masse gesetzt, das heißt, dort haben wir dann das Potenzial 0 und dementsprechend ist das hier dann die Kathode, weil dort die positiven Ladungsträger sich hinbewegen werden und das hier ist dann die Anode als Draht ausgeführt. Und wenn hier jetzt ein Teilchen hindurchfliegt, das könnte zum Beispiel ein Myon sein aus der kosmischen Strahlung, aus der Höhenstrahlung. Oder es könnte aber auch ein Beta-Teilchen, also ein Elektron sein aus dem Zerfall. Das kann aber auch ein Gamma-Teilchen sein. Dann erzeugt es entlang des Weges positive und negative Ladungsträger. Zeichne ich mal so repräsentativ zwei ein. Und in der Regel ist es so, dass das Gas, was ich dort einfülle, bei einem nahezu atmosphärischen Druck eingefüllt wird. Und ich damit also ein Gasatom ionisiere. Die positiv geladene Komponente bewegt sich dann langsam Richtung Kathode und die negative Komponente bewegt sich dann Richtung Anode, wird dort also hinbeschleunigt. Und die bewegen sich entsprechend in die Richtung. Beim Geiger-Müller-Zählrohr lege ich eine so hohe Spannung an, dass dann die negativen Teilchen, die Elektronen in der Nähe von der Anode, so stark beschleunigt werden, dass sie sehr viele Sekundärteilchen erzeugen und es dann zu einem Durchschlag kommt sogar. Das heißt, es bildet sich eine kurzzeitige Entladung zwischen der Kathode und der Anode und den kann ich dann nachweisen, also als relativ starkes Signal, was ich dann hier draußen zum Beispiel über einen Vorverstärker, meistens legt man hier noch eine Kapazität an, entweder in Reihe oder Serie, kann ich dann hier das Signal auslesen. Und es ist ganz interessant von unserer Betrachtung her, einmal über dieses Feld nachzudenken. Und da setzt die Aufgabe an. Wir sollen also im ersten Teil der Aufgabe annehmen, dass wir eine Längenladungsdichte Lambda haben. Das ist also die Anzahl der Ladungen pro Längeneinheit. Und wir sollen dann ausrechnen, wie groß das entsprechende Feld ist, was wir dort haben. Allgemein wäre das elektrische Feld eine vektorielle Größe und sie hängt ab von meiner Position r. Und aufgrund der Symmetrie wissen wir jedoch, dass wir es hier mit einer Zylindersymmetrie h zu tun haben, dass das elektrische Feld, wenn der Anodendraht sehr lang ist, senkrecht auf dem Anodendraht stehen muss. Und wenn das der Fall ist, heißt es, dass es ein radiales Feld sein muss. Das heißt, wenn der Anodendraht positiv aufgeladen ist, dann haben wir also hier den Anodendraht und das elektrische Feld drumherum, was sich ausbildet, zeigt dann von diesem Anodendraht weg. Dementsprechend ist also E nur eine Funktion vom Abstand
und nicht die Funktion des Ortes. Und es hat eine Richtung, die mit dem radialen Abstand für Zylinderkoordinaten, nenne ich das mal e rho, parallel steht. Dann können wir aber mit dem Gaußschen Gesetz arbeiten. Das heißt, wir überlegen uns, dass wir als Integrationsvolumen jetzt hier einfach ein Zylindervolumen hineinlegen, das zentriert ist auf den Draht, eine gewisse Länge L hat. Und den Radius R hat. Dann benutzen wir das Gaußsche Gesetz. Das ja sagt, dass wenn wir über eine geschlossene Fläche integrieren und damit den elektrischen Fluss über diese geschlossene Fläche bestimmen, wir wählen hier die Zylinderfläche, dann ist das gerade gleich der eingeschlossene Ladung durch Epsilon 0. Die eingeschlossene Ladung, die ist einfach auszurechnen, die ergibt sich aus der Länge mal der Längenladungsdichte Lambda. Und das Integral, das lässt sich jetzt auch sehr leicht ausrechnen, da wir ja gesagt haben, dass das elektrische Feld senkrecht auf dem Leiter stehen muss. Heißt es, dass wir hier nun radiale Komponente haben. Das heißt, dass diese Zylinderfläche können wir aufteilen in eine Komponente der Mantelfläche. Und dann haben wir hier als Oberflächenvektor haben wir das Flächenelement mal dem radialen Vektor, der nach außen zeigt. Denn in einem Volumen, also in der geschlossenen Fläche, ist das Flächenelement immer so orientiert, dass es nach außen zeigt. Und das ist in dem Fall also für das zentrierte Mantel, für die zentrierte Mantelfläche, ist das gerade dann der Vektor df, wobei wir das jetzt hier aufspalten, einmal in den Anteil der Fläche, also wie groß die Fläche ist, und im Einheitsvektor in der radialen Richtung. Und dann haben wir noch die Kappen. Zweimal. Und hier gilt ja, dass die Kappen in der Z-Richtung orientiert werden. Also wenn wir uns ein Koordinatensystem vorstellen, bei dem wir die Z-Richtung jetzt entlang des Anodendrahts legen, dann wäre das immer senkrecht auf E. Das heißt, diese Komponente verschwindet. Und dann ist diese Fläche hier, Mantelfläche mit dem Radius R, ist dann gegeben einfach, dann ist ja E konstant. Die Einheitsvektoren miteinander multiplizieren, geben gerade 1. Das heißt, ich bekomme hier nur noch die Gesamtfläche mal E von R. Und die Mantelfläche ist gegeben durch 2pi mal R mal L. Und dann kann ich die beiden Seiten gleichsetzen. Und dann kommt heraus E von R mal 2pi R mal L ist gleich L mal Lambda durch Epsilon 0. Und da kann ich jetzt das L auf beiden Seiten herauskürzen. Das ist auch gut so, das soll ja nicht abhängig von der Länge sein unseres gewählten Volumens. Und dann ergibt sich für E von R, dass es gegeben ist durch Lambda durch 2pi Epsilon 0 mal R. Das heißt, das elektrische Feld in einem Zylindervolumen fällt ab mit 1 durch R. Das lässt sich auch ganz gut erkennen anhand von so einer Skizze, wie ich sie hier aufgestellt habe, dass nämlich die Anzahl der Feldlinien, wie ich sie eingezeichnet habe, mit zunehmendem Abstand abfällt und nicht mit 1 durch R Quadrat abfällt. Und damit ist die Aufgabe A schon komplett behandelt. Aufgabenteil B für R größer A größer kleiner b. Das gilt also nur für diesen Bereich, in dem wir nicht den Anodendraht, in dem unsere Fläche nicht innerhalb des Anodendrahtes liegt und auch nicht außerhalb von unserer Kathode geht. Dann haben wir die Aufgabe, die Spannung zu bestimmen. Und die Spannung ist gegeben durch den Unterschied der Potenziale, also Phi von R gleich A
minus Phi von R gleich B. Und die Potenziale ergeben sich durch das Integral von unendlich bis zur Oberfläche vom Anodendraht, dr mal E von R. Das ist also die entsprechende Definition des Potentials. Und Phi von R gleich B ist dann minus plus von unendlich nach B dr mal E von R. Und der Radialenvektor in dem Fall, oder der Wegvektor, über den wir dann integrieren, ist wiederum einfach nur der Einheitsvektor in radialer Richtung. Das heißt, ich habe also diese Integrale auszurechnen, und wenn ich die beiden Integrale zusammenfasse, ich kann ja jetzt sozusagen das Integral mit oberen Grenze b und das mit der oberen Grenze a, kann ich, das ziehe ich ja von dem anderen ab, kann ich auch schreiben als ein Integral von a nach b dr mal e von r. Und das ist dann gegeben durch das Integral von a nach b dr lambda durch 2 pi epsilon 0 mal r. Und das Integral oder die Stammfunktion von 1 durch r ist der Logarithmus von r. Das ist also lambda durch 2 pi epsilon 0 mal Logarithmus, und dann von der oberen Grenze minus der unteren Grenze kann ich auch schreiben als Logarithmus von dem Verhältnis von der oberen zur unteren Grenze. Und für C ist jetzt gefragt, jetzt das elektrische Feld als Funktion von der Spannung anzugeben. Und da können wir jetzt einfach hier das Lambda ersetzen. Wir wissen ja, dass das Lambda sich hier ersetzen lässt. Wir haben jetzt hier eine Relation von U zu Lambda. Das heißt, mit U gleich Lambda durch 2 Pi Epsilon 0 mal Logarithmus von B durch A können wir ja für Lambda schreiben, dass das gleich 2 Pi Epsilon 0 mal U ist mal 1 durch Lambda Logarithmus von B durch A. Und wenn wir das dann einsetzen in unsere Gleichung hier oben, dann bekommen wir für das elektrische Feld als Funktion der Spannung heraus, E von R ist gleich 1 durch 2 Pi Epsilon 0 mal R mal Lambda. Und Lambda können wir ersetzen durch 2 Pi Epsilon 0 U geteilt durch Lambda mal, nicht Lambda, da kommt kein Lambda mehr hin. Das muss er weg. Geteilt durch Logarithmus B durch A. Und dann kürzen sich die 2 Pi Epsilons hier raus. Und dann haben wir noch stehen U durch R Logarithmus B durch A. Sehr schön. Und jetzt einfach eine Anwendung von der Gleichung. Wie groß ist das elektrische Feld an der Oberfläche der Anode? Also für R gleich A und U gleich 400 Volt setze ich dann die Zahlen ein. Dann ist also E von R ist gleich 400 Volt geteilt durch A. Das war gegeben als eine Kathodenröhre mit 0,02 mm. Das heißt, das sind also 2 mal 10 hoch minus 5 Meter mal Logarithmus. Und dann haben wir hier den Term von 1 Zentimeter, also 0,01 geteilt durch 2 mal 10 hoch minus 5. Und dann bekommen wir heraus, das ist also 2,2 mal 10 hoch 6 Volt pro Meter. Also eine relativ hohe Feldstärke, die wir dort haben. Also die Feldstärke ist natürlich an der Oberfläche maximal, und deswegen kann ich durch eine Wahl eines noch feineren Anodendrahtes entsprechend noch eine größere Feldstärke erzeugen. Und der Punkt ist, dass diese Feldstärke sehr wichtig ist, weil die Elektronen, wenn sie jetzt sich hierhin bewegen, also wenn ich jetzt hier ein Elektron habe und es bewegt sich jetzt entlang der Feldlinie auf den Anodendraht zu, wird es natürlich immer mehr Energie erhalten, und es kann dann durch seine hohe Energie, wenn die ausreicht, dazu brauche ich dann Energien von typischerweise so 10 bis, also 20 bis 30 Elektronenvolt, dann kann das Elektron sekundäre Elektronen erzeugen. Und dadurch kommt es dann zur Ausbildung einer
einer Wolke von Elektronen und die erzeugen dann auch ein relativ starkes Signal. Das heißt, ein einzelnes Elektron ließe sich so eigentlich nicht nachweisen. Ich brauche diesen verstärkenden Effekt, dass ich im Gas dann Sekundärelektronen erzeugen kann. Und dann kommt sogar noch ein ganz interessanter Effekt dazu, dass nämlich, wenn sich hier so viele Elektronen befinden, dann strahlen die auch noch in UV-Strahlung, also Emission, ab. Und die kann dann wiederum sekundäre Elektronen erzeugen, sodass ich dann dort ein sehr starkes Signal bekommen kann, was ich auch dann direkt ablesen kann. Wenn ich das Ganze jetzt mit einem Plattenkondensator machen wollte, das ist in der Aufgabe E gefragt, dann kann ich mir überlegen, was ich da für eine Spannung anlegen muss, also für unsere Geiger-Müller-Zählrohr-Geometrie reichen 400 Volt aus, um eine Feldstärke von 2,2 mal 10 hoch 6, also 2,2 Megavolt pro Meter zu erzeugen. Und um das in einem Plattenkondensator mit einem Abstand von 1 cm zu erzeugen, dann brauche ich entsprechend die Spannung E ist gleich U durch D. Und dann brauche ich für U eine Spannung gegeben mit E mal D. Und wenn ich also 2,2 mal 10 hoch 6 Volt pro Meter habe, mal 0,01 Meter, dann brauche ich dafür immer 22 Kilovolt. Und das ist auch schon eine unangenehme Spannung. Also die muss ich erstmal erzeugen. Und dementsprechend ist es wirklich vom Vorteil, so eine Variante zu wählen, mit einem dünnen Anodendraht zu arbeiten, um einfach diese sehr, sehr große Feldstärke zu erzeugen. Jetzt können wir die Energie ausrechnen. Ich hatte ja vorhin schon gesagt, es kommt darauf an, wie hoch die Energie ist, die das Elektron am Ende hat. Und wir benutzen jetzt den Ansatz, dass die Energiehaltung gilt. Das heißt, dass die Summe zwischen kinetischer und potenzieller Energie immer konstant ist. Wir nehmen an, dass das Elektron in Ruhe erzeugt wird. Das heißt, die kinetische Energie ist am Anfang 0. Wir haben aber dafür eine potenzielle Energie. Und die wird umgewandelt dann in eine kinetische Energie am Ende der Bewegung, wenn das Elektron auf den Anodendraht aufkommt. Das heißt, wir wissen also, dass die kinetische Energie gegeben ist durch die Änderung der potenziellen Energie. Und die Änderung der potenziellen Energie ist gegeben durch unser Potential und der Ladung des Elektrons. Also minus E mal Phi von R, das ist also die Position, an der das Elektron erzeugt werden soll, minus Phi an der Stelle A. Und für Phi hatten wir ja schon gesehen, was dabei herauskommt. Wir haben ja hier oben ausgerechnet. Das ist ja dieses Integral hier. Das ist also dann das Integral von Lambda durch 2 Pi Epsilon 0 mal Logarithmus von den beiden Grenzen. Mal gerade gucken, wir können natürlich jetzt das Lambda wiederum ersetzen durch unser, was wir hier ausgerechnet haben. Und dann wissen wir, dass herauskommt für die Differenz, dass es dann gegeben ist durch E mal U geteilt durch Logarithmus von B durch A mal Logarithmus von R durch A. Das heißt, das ist das einfach das unser E von R-Term, den wir hier vorher haben, wird das aufintegrieren und dann kriegen wir hier die Grenzen zwischen A und R aufintegriert und es gibt dann Logarithmus von R durch A. Und wenn wir das jetzt einsetzen, also für die gegebenen Zahlen, es sollte angenommen werden, dass das Elektron in einer Distanz von, also nicht ganz bei der Kathode, aber in der Nähe von der Kathode erzeugt wird und wir sollten also annehmen bei 0,8 cm. Und dann kommt dann heraus für die Energie, die wir dort haben, ergeben sich 385 Elektronenvolt. Wenn es direkt bei der Kathode gestartet hätte, hätte es die vollen 400 Volt als Spannungsdifferenz, als Spannung gesehen, dann wäre die kinetische Energie gegeben durch 400 Elektronenvolt. Jetzt ist es ein bisschen weniger, weil wir 0,8 cm angefangen haben. Das ist natürlich deutlich mehr als nötig sind, um über Sekundärprozesse Elektronen in dem System zu erzeugen. Und die Geschwindigkeit können wir auch ausrechnen, wenn wir also annehmen, dass keine anderen Effekte eine Rolle spielen und damit wirklich diese kinetische Energie in Form von Bewegungsenergie vorliegt, dann wissen wir, dass die Geschwindigkeit nicht relativistisch
berechnet werden kann in diesem Fall. Das kann man sofort erkennen daran, dass die kinetische Energie viel kleiner ist als die Ruheenergie, die beim Elektron bei 511 Kiloelektronenvolt liegt. Das heißt, das ist weniger als ein Prozent und weniger als ein Promille sogar. Insofern können wir dort also davon ausgehen, dass sich das nicht relativistisch bewegt. Und dann kann man die Geschwindigkeit ausrechnen über die Gleichung, dass die kinetische Energie gleich m halbe v Quadrat ist, beziehungsweise v ist dann gegeben durch w kin mal 2 geteilt durch die Masse des Elektrons. Und dann kommt heraus 1,16 mal 10 hoch 7 Meter pro Sekunde. Und das entspricht ja ungefähr, wenn man die Lichtgeschwindigkeit mit etwa 3 mal 10 hoch 8 Meter pro Sekunde ansetzt, sowas ähnliches wie. Jetzt kommen wir zum Aufgabenteil. Und da sollen wir ausrechnen, wie groß die Geschwindigkeit wirklich realistisch wird in einem solchen System. Und dazu muss man wissen, dass das Elektron nicht frei einfach das Gas durchfliegen kann, sondern durch Stöße abgebremst wird. Und die Geschwindigkeit, die sich dann ergibt, ist limitiert auf die Gleichgewichtsgeschwindigkeit, die sich ergibt, bei der also eine Art Reibungskraft dafür sorgt, dass die Geschwindigkeit nicht mehr weiter anwachsen kann. Und da haben wir eine Gleichung gegeben, die das beschreibt. Wir wissen also, dass die Geschwindigkeit gegeben ist durch μ mal e durch p, wobei μ ist die sogenannte Beweglichkeit und p ist der Gasdruck. Das heißt, μ ist eine stoffabhängige Größe. Hängt davon ab, was ich für ein Gas nehme. Und das ist gegeben hier mit μ gleich 0,05 Meter pro Sekunde mal Meter pro Volt mal Bar. Mal gerade gucken, ich glaube, ein halbes Bar war, glaube ich, eingefüllt. Und dann ergibt sich halt eine Maximalgeschwindigkeit, die deutlich kleiner ist als die Geschwindigkeit, die das Elektron hätte, wenn es tatsächlich sich frei bewegen könnte. Und wenn wir da die Zahlen einsetzen, dass die Geschwindigkeit an der Anode für die Anode kennen wir das elektrische Feld. Da haben wir ausgerechnet, das sind dann irgendwie sowas wie 2,2 Megavolt pro Meter. Und dann wissen wir, dass die Geschwindigkeit dort gegeben ist durch 2,2 mal 10 hoch 5 Meter pro Sekunde. Also fast ein Faktor 100 langsamer, als es sich bewegen würde, wenn es einfach sich frei bewegen würde. Und dann war noch gefragt, wie lange dauert es, bis das Elektron dort ankommt? Und da ja die Geschwindigkeit eine Funktion ist des elektrischen Feldes und das elektrische Feld variiert, müssen wir dann also, um die Zeit auszurechnen, man nennt das dann die Driftzeit, müssen wir aufintegrieren zwischen dem Anfangspunkt, und da haben wir jetzt einfach vereinfacht und gesagt, das wird an der Kathode erzeugt, bis zum Punkt A, spielt aber wirklich keine große Rolle. Dann kriegen wir heraus, dass die Zeit ergibt sich dann über dem Integral von dr über v von r. Oder genau genommen ist es v von e von r. Okay, dann haben wir also das Integral von b nach a dr. V ergibt sich durch μ mal e durch p. Und e von r haben wir ja im Aufgabenteil vorher hergeleitet, ist gegeben durch u durch r Logarithmus b durch a. Und hier muss man so ein bisschen vorsichtig sein, weil jetzt natürlich das elektrische Feld, da sich um Elektronen handelt, in die andere Richtung läuft. Deswegen brauchen wir hier nochmal einen Vorzeichenwechsel. Das heißt, wir gehen also von B nach A
dr durch u, und dann haben wir noch hier stehen ln b durch a mal r. Und das p durch μ können wir schon sofort hier vorziehen. Und da jetzt das genau in die andere Richtung, dieses r, was wir dort von dem elektrischen Feld haben, es läuft ja von kleinem r zu großem r, wohingegen das r, was wir hier über die Integration laufen lassen, läuft von großem r zu kleinem r, größeren Werten von r, also von b nach a, haben wir hier so einen Vorzeichenwechsel. Das heißt, hier müsste dann auch eigentlich noch ein Minus r stehen. Oder wenn wir das Integral dann einfach umdrehen von den Grenzen, kriegen wir also p mal p durch μ mal Logarithmus b durch a geteilt durch u. Und hier bekommen wir dann noch einen Faktor 1 halb. Das Stammfunktion kommt ja r² halbe raus. Und dann haben wir das an der Grenze b² minus a². Und dann ergibt sich für die Driftzeit, wenn wir mal die Zahlen einsetzen, ungefähr 7,8 Mikrosekunden.